Hallo und herzlich willkommen zurück zur nun schon 12. Folge der Ultimate Iron Challenge Pokémon Hardgold. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ein Lashoking rausgesucht. Müsste das höchste Level sein, auf dem Lashoking hier auftreten kann, weil es nicht das 14er, also der 14er Encounter ist. Und ich glaube, Lashoking gibt die meiste XP. Es lernt jetzt keine X. Also Ränkeschmied lernt es halt, was ziemlich geil ist, aber den Tagedieb leider nicht. Den lernt nur Phlegmon, deswegen habe ich davon abgelassen. Morlord lernt auch nichts Besonderes außer Erdbeben eben. Lucario leider auch nicht unbedingt. Ich habe gesehen, hier gibt es noch einen Panflamm, was sehr cool wäre, aber müsste sich zu sehr nachziehen und ist halt noch überhaupt nicht entwickelt. Und ja, deswegen gönne ich mir einfach die XP von Lashoking. Ui, das war gar nicht so wenig. Hoffentlich killt der Biss. Pass auf, jetzt crittet es einfach. Oh Gott, bitte kein Crit. Heuler, okay, Heuler ist in Ordnung. Heuler ist völlig in Ordnung. Gut, gut, gut. Ich muss dann übrigens noch auf Route 34 gehen, weil da haben wir auch noch kein Pokémon besiegt, beziehungsweise uns noch nicht alle Encounter angeschaut. Hier jetzt auch noch sowas wie Ibitag und so gegeben, aber ja. Ups, nein. Also ja, was soll ich mit dem Ibitag? Ist jetzt nicht das beste Pokémon der Welt. So. Und weiter geht's. Hier haben wir auch noch nicht geschaut, was es hier für Encounter gibt. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei. Wenn nicht, besiegen wir hier auf der Route. Nein, auf der. Oh mein Gott. Mamfaxo ist ja ultra genial. Das ist sehr interessant. Weil so ein Relaxo wäre schon geil. Ein Krebscore, okay. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ein Relaxo ist halt unfassbar genial. Das wäre sick. Das wäre richtig sick. Natürlich ist das Problem unserer Kampfschwäche dadurch noch größer. Oh, Lavados wäre auch geil zum Besiegen. Lavados wäre geil zum Besiegen. Lavados wäre verdammt geil zum Besiegen. Ja, aber ich will. Oh oh. Flügelschlag, wie viel macht das? Okay, ich muss rauswechseln. Ich muss hier rauswechseln. Ja, nach Tara. Und damit fliehen wir dann. Aber ich muss so oder so bei dieser Route abwarten. Ja, wobei, Moribom wird Moribom bleiben, ne? Es wird durch nichts ersetzt. Oh, ach, jetzt können wir auch nicht mehr fliehen, ne? Ja, gut. Ach, da hab ich nochmal drauf geklickt. Ja, jetzt muss ich so oft Routenschlag einsetzen, bis ich fliehen kann. Oh Mann, ist das jetzt nervig. Das ist jetzt super nervig. Ja, zum Glück macht das uns nicht so viel. Geht jetzt halt natürlich alles in die Länge. Aber die Frage ist halt, soll ich Mamfaxo jetzt schon fangen oder erst nach der Arena dann? Gute Frage. Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Mamfaxo ist halt genial. Das ist echt ein geiles Pokémon. Vor allem, wenn wir dann Relaxo haben irgendwann. Ach komm schon, ich will nicht mehr im Feuerwirbel. Also bitte hört der normale Feuerwirbel jetzt auf, der uns getrappt hat. Alter, es hört immer noch nicht auf. Wie lange geht das denn? Du bist echt nervig, Lavados. Weißt du das eigentlich? Super nervig. Ja, das müsste zwar der letzte sein, oder? Es war nicht der letzte. Wie oft geht das denn? Also, zur Hölle, wie oft geht das? Langsam wird es gefährlich, ne? Glut, ja. Okay, jetzt wurde ich befreit. Jetzt fliehe aber auch nach Tara. Dankeschön. Geil, jetzt darf ich deswegen zurück zum Heilen gehen. Da ist nur eine Aprikoko. Ja. Eine Aprikoko. Ja, komm. Ich suche jetzt einen Mamfaxo, mache einen kurzen Cut und wenn ich das auf dem höchsten Level, was hier Level 14 sein müsste, gefunden habe, dann fange ich einen Mamfaxo. Weil Mamfaxo hat, glaube ich, auch eine hohe Chance. Ach, wobei Überreste dürfen wir eh nicht verwenden, also egal. Aber trotzdem, ich suche mal kurz einen Mamfaxo. Bis gleich. So, hier sind wir wieder zurück und ja,
Mamfaxu kann hier leider nur Level 12 sein. Das ist ein kleines Problem. Ich dachte, es wäre vielleicht das Level 14 Pokémon. Ist daher sehr niedrig im Level. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe wirklich sehr, es lohnt sich. Weil so ein geiles Relaxo mit einem Rest-Hawk-Set kann halt schon einiges machen. Ich hoffe so sehr, dass es sich lohnt. Bitte geh einfach rein, Mamfaxu. Mach jetzt keine Spirenzchen hier. Schlecker, ja, ist okay. Macht mir nichts an unserem kleinen Star-Player. Ja. Also ich bin jetzt nicht so ultra happy damit. Allein wegen dem Level. Jetzt müssen wir es halt wieder komplett nachziehen. Puh. Aber ja. Ist es das wert, ist die Frage. Mit seiner Speckschicht hilft es halt, der Eisschwäche von Staraptor entgegenzuwirken. Aber wir holen uns halt eine weitere Kampfschwäche mit rein. Also unser Hypno muss halt die Kampf-Pokémon echt carryen und unser Staraptor später dann auch. Wobei Kampf-Pokémon mit einer Stein-Coverage super gefährlich ist. Geh bitte doch jetzt einfach rein, Mamfaxu. Wo ist denn jetzt das Problem? Du willst doch auch zu diesem sensationell grandiosen Team gehören. Werde Teil des Teams. Werde Teil des Teams, Mamfaxu. Komm schon. Jetzt aber. Ach, verdammt. Mamfaxu, jetzt geh doch rein und verschwende nicht die ganzen Pokébälle hier. Ja, und hör auf, dich weiter zu boosten. Es hat doch kein Walzer, oder? Nee, es hätte schon längst Walzer eingesetzt. Na komm schon. Geh bitte einfach rein, Mamfaxu. Eins. Ach Gott, ey. Mamfaxu, mach's nicht so schwer. Die Entscheidung war schon schwer, dass ich dich überhaupt mitnehme. Also weh, du hast jetzt ein schlechtes Wesen. Dann setzt aber was. Eins, zwei, drei. Okay, gefangen. Immerhin. Immerhin gefangen. So, dann schauen wir mal, was du hast. Dann schauen wir mal, was du hast. Also, was für ein Wesen du hast. Wie nennen wir dich? Ja, ist vielleicht ein bisschen fies, aber vielleicht nach Jumbo Schreiner? Ja, ist tatsächlich ein bisschen fies, aber ist okay. Wir sind ja nicht die Nettesten. So, bitte, bitte, bitte. Es hat ein Item, okay. Wenn es die Überreste sind, dürfen wir sie nicht verwenden. Sanft. Neutrales Wesen, das nehme ich. Mitnahme. Als ob es Mitnahme ist verdammt genial. Wir können Items farmen ohne Ende. Wir können Items ohne Ende farmen. Eine Labrusbeere hat es. Zu was wird denn Mitnahme? Oh, ups. Zu was wird Mitnahme, wenn es sich entwickelt? Immunität. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, doch, sehe ich. Also müsste Immunität sein, glaube ich. Die Mitnahme jetzt ist halt super viel wert. Das ist krass. Ja gut. Das heißt, ich mache nochmal einen kurzen Cut, gehe heilen. Warte, wir können unser Mamfaxu schon mal an die Spitze setzen. Ja, wobei, nee, noch nicht. Nicht, dass es im Gras und stirbt beim Zurückgehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den National... Nein, wir gehen erst noch auf die untere Route und schauen, was es da so gibt. Also, bis gleich. So, hiermit sind wir wieder zurück. Ich war heilen und habe unten auf der Route geschaut. Es gibt halt Zwirlfins, Paras, Quirtle, dann hier Plex. Keins, was sich jetzt zu fangen lohnt oder für die XP. Das heißt, ich warte, bis ich surfen kann oder die Profi-Angel habe, um dort dann nochmal... Oh, warte, was? Aha. Ach so, wenn ich den Nationaldex habe, komme ich da, glaube ich, erst hin. Okay, heute findet tatsächlich auch das Käferturnier statt. Das heißt, hier könnte ich nochmal ein geiles Pokémon fangen und die Level müssen auch relativ hoch tatsächlich sein. Aber ich erkunde den Park erstmal normal. Aber hier gibt es auch ein paar Items. So. Und ich hoffe einfach, dass unser Mamfaxu so ein paar Items findet. Und zwar ziemlich zügig. Ne, ich möchte kein Foto.
Gut, gut, gut. Oh, ich werde angerufen. Oh, nicht speichern, nein. Von Lyra, was will die uns? Ja, bla bla bla. Ja, eben Hold City, ja danke, das brauchen wir noch Jahrhunderte, bis wir da sind. Tschüss. Und tschüss. Was hat die... Die gibt uns nochmal die Flinkklaue, oder? Ja, sehr schön, die Flinkklaue, okay. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vor allem, ich will unserem Mamfax halt auch kein Item geben, solange es sich nicht entwickelt. Weil wir die Mitnahme halt ausnutzen müssen. Hier muss irgendwo ein Item sein. Frage ist, wo? Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Item. Wo ist dieses Item? Ah, verdammt, da wollte ich doch schon. Hä, wo ist es? Hm. Okay. Muss ich dann nochmal genau schauen, wo das Item sich befindet. Aber wir gehen hier erstmal mal Rand entlang und schauen da noch rein. Okay, hier ist niemand mehr drin, der uns weiterhelfen könnte. Ja, Nationalpark ist okay. Da oben liegt doch schon mal ein geiles, saftiges Item. Hat der hier irgendwas? Aha, aha. Okay, ja, gut. Nein, der hilft uns nicht weiter. Da kommen wir mit Kraxler erst weiter. Das dauert noch. Grünstöcke, ja geil. Es geht direkt weiter mit den krassen Items hier. Ja, wo kommen wir hier oben hin? Wo kommen wir hier hin? Ist hier irgendwo ein Item? Also hier sind auf jeden Fall, ich glaube, 4 Items in dem Park. Also versteckte Items. Hm, musst du nur rausfinden, wo genau die sind. Da haben wir noch mein normales Item. Zauberblatt. Boah, puh, Zauberblatt. Hm. Zauberblatt. Geil. Ist besser als was wir bisher, also bisher so bekommen haben, aber nach Tara. Hypno kann's lernen. Ja, auf Hypno sehe ich das mehr oder weniger. Haben wir was gegen Wasser-Pokémon? Ist okay. Ist okay. Ich würde tatsächlich die Hypnose wegnehmen. Bei den Aussetzungen können wir echt noch ganz gut gebrauchen. Und die Hypnose, ja, habe ich bisher eigentlich nicht so benutzt. Die Genauigkeit ist mir auch halt auch einfach zu niedrig. Da ist mir die Genauigkeit zu niedrig. So, hier müsste ein Item sein. Da, Lansatbeere, geil. Saftiges Item, hat sich gelohnt. Was macht die Beere denn? Wahrscheinlich wieder nur eine Zutat. Oh. Ah, okay. Crit-Chance, sobald wir in Not stecken. Okay. Ist immer nicht komplett nutzlos, also werden wir wahrscheinlich trotzdem niemals verwenden, aber ist nicht komplett nutzlos. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier um ein paar Trainerchen. Und leveln unser Mamfax so ein bisschen hoch. Ja. Okay. Ja gut, dann halt keinen Trainerkampf. Oh oh. Wildes Pokémon werde ich jetzt nicht haben, weil ich Angst habe, dass man Faxen nicht fliegen kann. Safcon? Gibt's hier die... Als ob es hier die ganz normalen Pokémon drin gibt. Das wäre ein bisschen lame, muss ich sagen. Als ob du nicht mehr vom Safcon fliegen kannst, man Fax. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Oh Gott. Was habe ich mir da angetan? Was habe ich mir da bloß angetan? Als ob, Mamfax, so bitte, das ist ein Safcon. Bitte, 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 flieh. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Als ob du jetzt nicht davor fliehen kannst. Okay, ich wechsle raus und fliehe mit einem anderen Pokémon. Boah, ja geil, Mamfax, du bist echt das langsamste Stück Pokémon, was mir seit langem untergekommen ist. Hm. Geil. Ja, Härtner, 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 wir kennen das Spiel. Müsste mittlerweile auch plus 6 sein, oder? Gut, tschüss. Gut, was hat er denn so? Was hat er denn so am Start? Hm, ein Pokémon nur. Igelava, okay, Level 16. Der ist zu hoch für Mamfax auf jeden Fall.
sollte eigentlich unser Fukano handeln können, weil er wird wahrscheinlich Flammenrad können und dann sowas wie Tackle Ruckzucki und vielleicht noch Glut. Aber mit dem Bedrohr sollte das eigentlich machbar für Fukano sein. Ja, wobei, es war gar nicht so wenig. Mal schauen, wie viel unser Biss macht. Ich will halt unser Fukano auch noch ein bisschen leveln. Oh Gott, das macht halt auch nichts. Rauchwolke, oh Gott. Was haben die alle immer mit ihrer Genauigkeit? Was haben die mit ihrer Genauigkeitssenkung für ein Problem? Na komm, bis wir das erste Mal... Oh Gott, jetzt haben wir zweimal Rauchwolke drin. Jetzt können wir wahrscheinlich rauswechseln. Solange wir noch treffen, bleiben wir drin. Okay, wir haben getroffen. Komm, einen noch. Einen wirst du noch hitten. Nochmal Rauchwolke, okay. Wenn er nur Rauchwolke einsetzt, ist okay. Wir hitten einfach... Nein, wir hitten nicht, aber wir hitten jetzt einfach. Viermal Rauchwolke. Was ist das für eine Strategie? Komm schon, Fukano, du triffst jetzt einfach. Ruckzucki, okay, danach wechseln wir raus, wenn wir jetzt nicht treffen. Aber wir treffen, genau. Deswegen ist mir drin geblieben. Weil wir die XP nicht weiter aufteilen wollten. So, okay, kein Level-Up für Jumbo und keins für Fukano. Schade. Schade, schade. Sehr, sehr schade. Okay, kein weiterer Kampf. Wichtig. Ganz wichtig. Okay, hier haben wir eine. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ein Feld extra nur reingegangen und dann kommt trotzdem Pokémon. Wieder Safcon. Okay, wir wechseln diesmal direkt raus. Das wäre echt uncool, wenn es hier keine gerandomizten Pokémon gibt. Beim Käferturnier habe ich gelesen, können die Pokémon sogar auf Level 31 sein. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an machbar ist, aber das wäre halt schon sick, wenn wir jetzt hier ein Pokémon auf Level 31 fangen könnten. Was vielleicht gar nicht so unnützlich wäre. Ich bin zwar eigentlich bei der Challenge kein Fan davon, dass wir 6 Pokémon im Team haben. Oh, nicht Beute. 6 Pokémon im Team haben, aber... wenn wir ein 31er geschenkt bekommen, also... Komm, jetzt dreh dich um. Nein, zu uns. Ich will nicht noch weiter ins Gras laufen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, genau, ein Kampf. Richtig. Hast du es gut erkannt? Gut erkannt. So, Strongman Arne mit Minun. Ja, wir hatten auch mal deinen Freund. Komm hier, das schafft man. Fuck. Donnerwelle, okay. Schafft man Faxo das überhaupt? Doch, sollte man Faxo schaffen. Wenn es nicht die ganze Zeit paralysiert ist, schon. Merke, wie viel macht das? Ja. Oh Gott, Heuler, echt jetzt? Warum denn Heuler? Wie viel macht das jetzt noch? Okay, ist noch fein. Ruckzucki, das sollte nicht viel machen. Ja, 6 KP sind in Ordnung. Einmal Tackle noch. Hier nochmal Ruckzucki und wir kommen einfach wieder durch, Mamfaxe, oder? Ja, genau, wir verstehen uns. Bist zwar nicht der schnellste, ja, der Crit kam ein bisschen zu spät, aber okay. Na, 360, das reicht jetzt aber, oder? Yes, es reicht, sehr schön. Und das sind saftige KP-Werte. 4 Stück einfach, richtig gut. Geradax, okay, nein, das ist noch eine Nummer zu hoch für dich. Der Paraflint sticht jetzt einfach weg. Okay, der ist auch Level 17. Das darf nach Tara machen. Also die Kopfnuss von dem kann halt schon echt wehtun. Und ist halt schnell. Sandwirbel, yo. Wollte einfach, dass unser Mamfaxo nie wieder angreift. Ja, Routenschlag ist auch okay. Solange wir jetzt treffen. Gut, sehr schön nach Tara. Du hast ja schon einige Erfahrungen damit gemacht. Mit genauigkeitssenkenden Attacken. Um es genau zu sagen. Uiuiui. Das war kein Crit. Wir haben zwar einen Routenschlag drin, aber trotzdem ist das extrem viel Schaden. Ach komm, bitte nach Tara. Jetzt triff doch einfach mal. Das ist ein blödes Geradax. Alter, das ist nicht dein Ernst, nach Tara. Du hast einen Sandwirbel drin. Oh Gott, zweimal nicht getroffen, zweimal zurückgeschreckt. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Nachtara, was tust du denn? Jetzt muss ich ja echt mit Staravia noch kämpfen. Das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so nicht. Gut, jetzt mach du den aber wenigstens mal weg. Der Routenschlag ist okay. Rutenschlag ist jetzt okay. Ich will nicht, dass wir im Speed-Teil waren, deswegen gehe ich hier lieber auf Ruckzucki, weil mit Rutenschlag und Kopfnuss hätte wahrscheinlich Staravia jetzt gekillt, so viel wie das auf Nachtara gemacht hat. Wobei, es hat jetzt auch einen Bedroher drin, aber trotzdem. Ja, genau das, was ich mir auch gerade gedacht habe.
Nein, ich möchte deine Telefonnummer nicht, aber ich würde sagen, wir gehen heilen und danach machen wir nicht die Trainer hier noch, sondern wir machen das Turnier noch, jetzt wo Samstag ist und snacken uns vielleicht noch ein geiles Pokémon. Würde ich auf jeden Fall appreciaten. Würde ich sehr appreciaten. Ja, da oben hatten wir auch noch zwei, mit denen wir reden können. Das darf ich nicht vergessen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind wir wieder zurück. Und hier ist auf jeden Fall noch ein verstecktes Item. Nochmal ein Schattenglas. Geil. Das können wir natürlich super gebrauchen. Und nochmal ein Pokémon. Jetzt kommt so ein Mampfaxe Level 14. Ne, ja, Blitz hat es ja auch gegeben übrigens. Habe ich auch kurz überlegt, aber Blitzer lernen jetzt auch nicht die geilsten Attacken. Oh Gott. Jetzt flieh einfach nach Tara. Ich habe einfach so ein arschlangsames Team. Und ich habe nochmal geschaut, wo das versteckte Item in diesem Park liegt, um das jetzt direkt finden zu können. Jo, Nationalpark, genau. Ich kann hier nochmal ein bisschen durchlaufen. Oh Gott, in den Trainer wollte ich jetzt nicht reinlaufen, verdammt. Da wollte ich jetzt überhaupt nicht reinlaufen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Strongman Jonathan. Okay, ein Kabuto. Ein Kabuto, ja komm, mach das schnell weg nach Tara, bitte. Zack. Das reicht hoffentlich. Das reicht nicht. Okay, Silberblick haben wir drin. Ja, ist okay. Nochmal eine Verfolgung. Und dann noch ein zweites Pokémon. So, was hast du noch? Illumise, okay. Da möchte ich auf jeden Fall gerne in Mampfaxo rauswechseln, einfach für die XP. Da möchte ich auf jeden Fall in Mampfaxo. Charme, okay, ja gut, dann können wir mit Mampfaxo hier schon mal nichts ausrichten und wir gehen weiter in Fukano. Hier. Aber oh, das wird schon wieder so ein langer Part. Ich glaube, ich muss den Park echt in der nächsten Folge dann machen. Muss ihn wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Inklusive Dukatia City dann. Ja, wahrscheinlich. Okay, Charme ist in Ordnung. Charme ist hier völlig in Ordnung. So, weg mit dir. Und ja, nochmal Lockdorf ist auch in Ordnung. Gut, weg. Tschüss, Illumise. Das war's. Das war's. Reicht's vielleicht für Fukano? Ah, leider nicht, leider nicht. Okay. Dann bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Mit dem Park geht's dann weiter in der nächsten Folge. Würde mich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was kann ich besser machen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.